Ey Leute, was geht? Poschi ist back am Start hier für euch und ich erkläre euch heute einfach mal, wie das Mausabusen funktioniert. Ich werde es jetzt nicht mit der Maus erklären, aber ich werde einfach mal zeigen, dass ihr seht, hier mit so einer alten Scheißmaus kann ich auch abusen. So, die ist zwar ultra leicht wie. Ja, alles klar. Scheiß Dings wieder aufstellen, weil es hier nicht hält. Verfickt nochmal. Oh man. Als ob jetzt, Mann. Gibt's doch nicht hier. So, muss wieder passen. Packen wir einfach mal die Kacke hier weg. Wie ihr seht, ich werde es jetzt einfach mit einem anderen erklären, aber mit dieser Kackalten von T-Mobile. Timo Kacke, Alter. Ja, geht es auf jeden Fall auch. So, mal weg hier. So, jetzt packe ich mal meine hier hin. So, ja, also grundsätzlich ist es eigentlich, ja, also mit der T-Mobile Scheißmaus ist es am schwierigsten, muss ich sagen. Und ja, ich werde es jetzt einfach mal erklären. Grundsätzlich ist es scheißegal, wo ihr das übt. Am besten ist es an der Maus, nicht irgendwie am Mauspad oder so, weil ich finde es am Mauspad halt am leichtesten, weil hier halt so Noppen dran sind. Also wenn ihr das am Mauspad könnt, das ist halt, keine Ahnung. Das kann eigentlich fast jeder, das ist wie am Fenster. Nur halt, um es einfach mal, keine Ahnung, um zu verstehen, wie das ist, könnt ihr das einfach mal am Fenster ausprobieren. Da hüpft der Finger so quasi am Fenster entlang. Und so ist es halt an der Maus. Der hüpft halt an der Taste entlang. Ich versuche einfach mal weiter wegzugehen vom Mausrad. Nicht, dass jemand wieder sagt, ja, ich mache jetzt mein Mausrad. So. Ich hoffe, das sieht man. Ist auf jeden Fall nicht das Mausrad. Und einfach mal zur Erklärung, wie das funktioniert. Ihr müsst die Hand locker lassen. Also, wenn ihr jetzt irgendwie verspannt seid oder keine Ahnung, irgendwie so Maus abusen wollt, das geht einfach nicht gescheit. Geht zwar ein bisschen, aber nicht gut. Der Finger muss halt einfach locker sein, denn das ist am leichtesten. Und wenn der einfach locker ist, keine Ahnung, dann könnt ihr immer mal so variieren. Dann halt einfach nur das hier vorne halt locker lassen. Oder einfach einen ganzen Finger. Also wenn ihr einfach mal die ganze Hand so locker lässt, dann müsste es eigentlich bei jedem funktionieren. Und einfach so von hinten nach vorne einfach mal ausprobieren. Auf jeden Fall, wenn ihr das dann besser beherrscht, dann könnt ihr einfach so ein bisschen halten und halt, ja, um halt mehr Klicks zu machen. Aber beim Breezly braucht man jetzt nicht so viele Klicks. Da nutzt man einfach nur das hier vorne, damit man nicht veraimt. Weil wenn man von hier, von hinten anfängt, dann veraimt man einfach. Außer man hat irgendwie so ein richtiges Mauspad, wo nicht halt so rutscht. Aber wenn man von hinten anfängt, dann veraimt man. Außer man verstellt die DPI. Wenn man hier vorne irgendwie das macht, dann veraimt man halt nicht so hart. Und wenn dann nur so ein bisschen das, ja, das ist halt, dass so, keine Ahnung, so 30, 32 Blöcke locker schafft, wenn nicht sogar mehr. Und ja, jetzt zeige ich das einfach mal bei einer Maus, bei der es am leichtesten funktioniert. Razer DeathAdder Scheiß Chroma, die ich absolut hasse. Aber bei der geht es wirklich am leichtesten. Keine Ahnung, da kann man auch nochmal, damit man sieht, ich benutze nicht das Mausrad. Ihr müsst ja sehen, wenn das sich bewegt. Keine Ahnung. So ist halt obvious. Einfach mal, keine Ahnung, dass. Ja, ich Mausabuse zwar nicht so unnötig. Also halt einfach nur zu zeigen, dass das halt so funktioniert. Und da ist es auch nicht gleich. Einfach den Finger locker lassen. Von hinten nach vorne so durch. Abusen halt. Und. Ja, beim Breezy mache ich auch immer so, aber mit der Maus ist es kacke, da sind keine Gewichte drin. Die verrutscht einfach so hart. Klar, man kann es schaffen auf jeden Fall. Aber ja, ich finde einfach mit Gewichten, die Maus ist mir einfach viel zu leicht. Das packe ich gar nicht, Alter. Ja. So. Das ist eigentlich das Grundsätzliche. Oh, jetzt habe ich das Mausrad probiert. Das ist halt immer AIDS, wenn du irgendwie so Maus abused, so breezelst und dann ans Mausrad kommst. Das ist dann immer richtiger Abfuck. Dann halt keine Blöcke mehr am Dings hast. Auf jeden Fall. Ja, war es das grundsätzlich zum Mausabusen? Ihr dürft nicht so, ihr dürft auch die Taste nicht durchdrücken. Ihr dürft nicht so die durchdrücken und dann so nach vorne. So klappt es auf jeden Fall nicht. Also ihr müsst von oben anfangen und einfach nur nach vorne den Finger locker lassen, einfach nur nach vorne abusen. Oder nach vorne schieben, nach vorne streichen, keine Ahnung, wie man es halt haben will. Auf jeden Fall die Taste nicht durchdrücken.
also nicht klicken, also nicht, dass es den Ton macht und dann anfangen, sondern ohne Ton und dann einfach locker das nach vorne schieben und dann müsste es eigentlich bei jedem funktionieren. Wenn nicht, dann ist man vielleicht ein bisschen unfähig, kann es halt einfach nicht oder keine Ahnung. Oder muss ich eine andere Taktik überlegen, das ist auf jeden Fall meine. Vielleicht machen es irgendwelche anders, aber ich finde es so eigentlich recht leicht. Und ja, das war es auf jeden Fall. Und wer wissen will, warum ich meinen PC immer noch nicht habe und der halt immer noch nicht funktionstüchtig ist, ja, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, dann erkläre ich das in einem anderen Video. Und ja, wer halt wissen will, wie man ungefähr richtig Butterflyt, dann einfach mal bei Destroy of Doom vorbeigucken. Ich werde sein Video verlinken, einfach mal unten nachgucken. Und wer das von mir sehen will, also wie ich Butterfly und so, dann, keine Ahnung, schreibt das auch einfach mal unten in die Kommentare. Vielleicht mache ich das, weil ich gerade eh keinen PC habe und nichts zu tun habe. Nee, Spaß. Ich sweat ein bisschen BO3, so wie es sich nicht gehört. BO3, ja, obwohl, ich habe letztens eine Nuklear gemacht. Ohne Witz, hätte ich das aufgenommen, also wie ich da geschrien habe, Mann. Ohne Scheiß. Keine Ahnung, es war meine erste Nuklear in BO3. Ich bin jetzt in BO3 nicht so gut. Keine Ahnung, wer eine PS4 hat und auch BO3 hat, einfach mal unten in die Kommentare rein damit. Vielleicht machen wir dann irgendwie eine 6-Mann-Party oder so. Werde ich das auf jeden Fall mal organisieren. Einfach dann auch den Ingame-Namen unten reinpacken. Nicht vergessen, dass sehe ich, welcher Abonnent hier aktiv ist und sich das ganz reinzieht. Ja, und auf jeden Fall haut da rein. Bis zum nächsten Mal und Servus.